Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wie versprochen. So, ich muss ja so zugeben, dass es so relativ wenig Spaß macht, aber ich will Fallout einfach spielen, das ist das Problem. Ein abgenutzter Schlüssel, aha. So. Und wenn man dann aus Versehen vergisst, dass man eigentlich nicht redet. Frage ist, was ist hier passiert? Wenn man da nicht reden will und trotzdem redet, dann ist das ja mit dem Schneiden immer so schwer und da. Naja. Egal. Einfach mal großzügig schneiden. Da gehen zwar Sachen verloren, aber was soll man tun? Bin ich ja nicht dran schuld. Oh. Sonst ist Haus Pyrrhus. Und Rune, ich wollte übrigens nicht rülpsen. Tut mir leid. Fusel. Bittertrank. Warum sollte ich schmutziges Wasser mitnehmen, ist die Frage, ne? Eine Stange Zigaretten, Fleisch und Bohnen. Ein Kühlschrank. Solche Hunde. Was? Versteckwerkzeugkasten. Sensormodul. Stromleiter. Ich glaube, ich kann da gleich schon. Ja, das sind irgendwo Hunde. Ich glaube, ich kann dann gleich schon dieses eine Ding da reparieren. Ach, hallo. Das ist so eine Scheiße, ne? So eine Scheiße. Da willst du wirklich nicht mehr weiterspielen, ist das Problem. Wer wird? Oh, noch einer. Ja, genau. Beiß mir den Fuß ab. Ja, wenn du den jetzt aufkriegst. Mein kleiner Frechdachs. Hallo. Weil für euch ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm mit dem. Ja, es sind ja keine Feuerbrüche mit den Einfrieren. Weil ich es ausschneide. Für mich ist es halt. Ich nehme jetzt schon 6 Minuten auf. Nur so als Hinweis, die Folge dürfte jetzt 2 Minuten lang sein. Etwa an dieser Stelle. So in etwa die Größenordnung ist das hier. Mit dem Stecken bleiben, mit dem Festfrieren. Ich kann nichts tun. So, da saß mir der Bürgermeister und so. Meine Güte, die wurden ja echt alle abgeschlachtet bis zum nicht mehr. Da waren wir schon. Da ist noch Huni. Jan Zahuni. Der hat mich nicht bemerkt. So. Ein Schachbrett, alles die Sachen, die ich nicht brauche. Alles Sachen, die niemand braucht. Das wäre im Kreis, das ist unnötig. Gehen wir doch mal hoch. Und hier rein. Aha. Was? Oh. Oh oh. Alter, was ist denn das? Wie können die so schnell, bitteschön? Das ist unglaublich. Ist wahrscheinlich jetzt wieder verkrüppelt. Nein, doch nicht. Hey, hey, hey. Okay.
Oh, oh. Das ist auch so eine Scheiße, dass der da wirklich so Ewigkeiten immer rumhängt, bis der sich dann mal bewegt, der Charakter. Nach dem Watts. Da lobe ich mir doch das manuelle Zielen. Ist wieder was verkuppelt? Nein, diesmal nicht. Ich weiß, das ist kiddiehaft, was ich hier mache im Endeffekt, aber meine Güte, ja. Ist es halt. So, Matt. Danke. Meine Güte. Wieder los. Ja. Was hier wieder los ist. Das ist er! Mensch, was hier wieder los ist. Das ist ja. Was? Was? Mensch, was hier wieder los ist. Ich glaube ja, da liegt eine Bombe unter der Leiche. Oh mein Gott. Ah, war schon gut gemacht. Was will der sagen? Schreibtisch. Brocken. Mülltonne. Hier war wohl der Gerichtssaal, der Stadt oder wie auch immer. Das war der Anwalt, keine Ahnung. Ne, die Anwältin. Wird der Richter oder was? Ilja. Was? Sklaventuch. Aha. Interessant. Was haben wir hier? Ein Automaten. Meine Güte. So viele Getränke wie noch nie. Obwohl. Ich glaube, die Schachtelzigaretten bringt es gar nicht so richtig. Ja, in einen leeren Schrank reinzugucken auch nicht. Oh, aber ein. Aha. Erste Hilfekasten. Jetzt ist schon mal nützlich. Ja, das machen wir direkt, würde ich sagen. Ein Schreibtisch. Naja. Ist jetzt nicht so der Raum, wo ich sagen würde, hat sich jetzt gelohnt. Habe ich eigentlich Hunger? Nee. Du hast doch nicht wirklich. Und dann kann ich mir ein Sunset reinhauen. Bürgermeisterbüro. Ein Schreibtisch. Aha. A-Klammer. Ach, das sind Lotteriescheine. Stramme Strahler. Na, H-Klammer. Noch mehr Lotteriescheine. Ja, ja, brauchen wir alles nicht. Mentets Informatik Extreme. Großes Buch der Wissenschaften. Das sind die Store aufbringen. Naja, genau. Reset der Zentralrechnerverbindung. Ein Gefängnisausbruch. Tony war so nett, dieses Terminal zu bauen und für mich einzurichten. Und das für 30 Kronkorken Guthaben bei Rosie. Ha. Das Leben als Bürgermeister gefällt mir. Gut, dass ich nicht weiter nach Osten gegangen bin. Hier verdiene ich eine Menge Kronkorken mit Rosie und Sylvia, an denen die Soldaten aus dem Bojava Outpost sehr interessiert sind. Wenn man lange genug in dem Rest herumsteht, vergnügt man sich wohl gerne mit etwas, das wie eine Morbusratte aussieht und auch nicht viel besser riecht. Und die örtlichen Läden treten mir einen Anteil an ihren Verkäufen an die Soldaten ab, da es meine Mädchen sind, die es hierher bringen. Ha, sie sind der Meinung, dass sie gewieft gefeilscht haben, weil ich mich mit 15% statt 20% zufrieden gegeben habe.
noch ein Jahr in diesem Loch, höchstens zwei, und ich kann zurück in den Hub. Vielleicht kann ich dort als Bürgermeister kandidieren. Ha, Bürgermeister Joseph B. Stain. Sieht das noch nicht offiziell aus? Sieht das nicht offiziell aus, ja genau. Ja, in den 2 Jahren bist du da bestimmt hingegangen. Hi, Roller. Eine vielversprechende Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Es scheint, dass die Dinge in der RNK-Justizvollzugsanstalt im Norden komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Und jetzt machen entlaufene Häftlinge die Gegend unsicher. Klingt erstmal nicht so toll, aber gut. Das ist meine Wenigkeit, Bürgermeister Joseph B. Stain. Esk gibt. Und ich mit politischen Scharfsinn und zwischenmenschlichen Einfühlungsvermögen gesegnet bin. Ich habe die Gyms ausgesandt, um Kontakt mit den Gefangenen, oder vielmehr der Pulverbande, auf diesen Namen bestehen sie, aufzunehmen, um ihnen mitzuteilen, dass Nipton zu einem Handel bereit ist. Als Gastgeschenk gibt es kostenlose Nummern mit den Mädchen. Ha, sie sind natürlich auf das Geschäft eingegangen. Das hat Little Jim gut hinbekommen. Big Jim, nun ja, Ruhe in Frieden. Ich sehe hier eine Menge Potenzial, solange ich die RNK-Truppen und die Pulverbande, lächerlicher Name, voneinander fernhalten und Schießereien auf der Straße verhindern kann. Glücklicherweise kommen die Soldaten nur nachts. Wortspiel, falls die Pulverbande Ich will sterben. Falls die Pulverbanditen also in der Tagsüber kommen, in Chor, kann ich für alles, für ein flüssiges... Was ist denn das? Kann ich für ein flüssiges Kommen und Gehen sorgen? Mit vertraulichen Grüßen. Also, das ist jetzt aber echt... Also, das ist jetzt langsam, das will ich nicht mehr nochmal. Teste. Willkommen, ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesar's Legion sei. Er wusste, dass RNK-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Lipton verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exemplar ihn statuieren möchte. An der RNK aus offensichtlichen Gründen, an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Weil beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren. Aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesen Legion-Lakaien herausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte an einem Unterschlupf zwischen hier und dem Ojava-Outpost sammeln, für den Fall, dass ich sehr schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Unterzeichnet mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Ja. Nein! Habe ich ein Heftchen dabei? Nein! Mist. Na egal. Okay, gute Frage. Ich muss ja eh nochmal zurück. Da könnte ich nochmal gleich nachgucken. Ich glaube sogar, ich kann mir vorstellen, wo das ist. Entweder hat er da eine Markierung gemacht, dann ist es ja eh klar. Oder ich kann es mir vorstellen. So. Moment. Mann, hier geht noch mehr Häuser. Da hinten ist noch los. Jo. Also war schön, die Pausen. Die kann ich nutzen. So am Handy gucken. Ja, Flappy Bird spielen. Durchspielen. Das ist toll. Lipton Hotel. Aha. Ist da diese... Was ist denn hier passiert? Erkennungsmarken. Ich meine, die sollte man mitnehmen. Soldatenhelm, das lohnt sich nicht. Erkennungsmarken, Soldatenrüstung. Oh, ja, okay. Ich bin zu schwer, ich weiß. Brillenhelm. Okay. Erkennungsmarken, Soldatenrüstung. Erkennungsmarken, Vermummungsrüstung. Ja.
Frage ist, was ist besser? Ich würde ja beinahe schon fast behaupten, dass das von der RMK selbst besser ist. Weil es ist ja so, wenn ich die jetzt anziehe, würde ich ja auch verkleidet sein als RMK-Rist. Als RMK-Soldat, so. Und, gut, das hat minimal leichter das Gewicht. Die zwei Einheiten machen aber auch nicht mehr den Käse fett. Ja gut, und ich hätte dafür wiederum Nachteil, die Schadenswelle ist um 2 schlechter. Heißt, ja, ich weiß es noch nicht. Atomkörper, Pinienkerne, ja, damit könnte ich, Mensch, wie heißt es? Pesto machen. Ja, Pesto. Ich bin immer noch zu schwer. Hier siehst du. Fraktionsrüstung. Sie haben eine Fraktionsrüstung ausgerüstet. Durch Fraktionsrüstung verkleiden Sie sich als Mitglied der jeweiligen Fraktion. Mitglieder der Fraktion werden Sie für einen Freund halten, während Feinde oder der Fraktion Sie umgehend und unabhängig von Ihrem tatsächlichen Ruf angreifen werden. Etwaige Veränderungen Ihres Rufes haben immer noch Einfluss auf Ihren Charakter. Sicherheitspersonal wie Wachen und Wachhunde durchschauen Ihre Verkleidung und werden alle Umstehenden alarmieren. Seien Sie also vorsichtig. Ja. So oft habe ich nicht das Wort Fraktion bisher gehört in einmal. Oh ne, das Gewicht ist höher. Ja, ich glaube, das ist auch am Anfang lohnt sich das nicht. Wieso ist das Gewicht jetzt immer noch höher? Das ist doch kacke. Dann muss ich halt noch was essen. Oder was wegschmeißen. Drei Altmetall brauche ich, glaube ich, nur. Kann das sein? 210 vor 210, wirklich. Muss ich wahrscheinlich nur so eine hier sowas essen, ne? Immer noch nicht. Ich krieg's kotzen. Wie die Hülsen. Dann halt die. So. Mit. Oh. Okay. Immer noch nicht. So. Jetzt rede ich noch einmal kurz mit dem Typen hier. Da mache ich auch einen Cut. Und gehe dann dahin, wo ich glaube, wo das Versteck ist. Hi. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Erst zerschmettert man meine... Ja. Ich weiß. Okay. Bitte. Tschüss. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass man irgendwie sowas sagen könnte, aber ist nicht so. Also mache ich einen Cut. Bis zur nächsten Folge.